Eine wunderschöne Aussicht haben wir hier bei Let's Play Nerim. Und sogar in der Third Person sieht das noch gut aus. So wäre eigentlich vieles hier. Aber interessiert uns jetzt nicht unbedingt. Wir steigen, glaube ich, für diesen Abstieg lieber mal hier ab. Weil dann können wir mal so ein bisschen kontrollierter hier runterlaufen. Wir müssen nämlich immer noch zur Nautilus-Werft. Und dafür, um an eine Werft zu kommen, sollte man am besten am Wasser entlang laufen. Und Wasser ist in diesem Fall hier. Da hinten haben wir noch auch so einen komischen Staudamm oder sowas ähnliches, keine Ahnung. Von solchen Bauwerken haben wir ja schon mehrere Sachen gesehen. Vielleicht hängen die auch irgendwie mit der Nautilus-Werft zusammen, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall haben wir hier auch wieder so ein Ding. Man muss hier wirklich ziemlich tief runterkommen. Und vor allem müssen wir gleich mal die Flussseite überqueren. Ist das da hinten eigentlich schon die Werft? Weil wenn ich mir das so mal auf der Karte angucke, das könnte entfernungsmäßig sogar hinkommen. Naja, gucken wir mal und gucken wir auch mal, ob wir das hier überleben, den Sprung. Natürlich überleben wir das. Und damit sind wir am Nordkammgebirge. Ja, wie ich letzte Folge schon mal gesagt hatte, wir kommen hier immer mehr so ein bisschen Richtung Nordreich. Also eigentlich zu den Gegnern Erotins, wie ich das so verstanden habe. Wir waren ja bis jetzt immer so im Mittelbereich oder wie das genau hieß jetzt. So. Aber da hinten, doch, das sieht ganz gut aus. Das sieht wie so eine Werft aus. Sieht schick aus, muss ich sagen. Inklusive wieder solcher komischen Kristalle hier. Na, da schauen wir mal. Wir kommen jetzt die Treppe hier schön hoch. Teilen uns hier vielleicht noch mal eben. Und ach Gottchen, wen haben wir denn hier? Was willst du denn? Au, der kann man ganz schön zuschlagen und hat auch eine Reichweite dabei. Und da ist noch ein zweiter. Ach du Scheiße. Leute, einer nach dem anderen, das kann wohl nicht wahr sein. Ich würde mich jetzt auch gerne heilen, aber das geht mit der geringen Ausdauer gerade schlecht. Boah, hier schneit sogar. Na, jetzt habe ich glaube ich ein bisschen mehr Ausdauer. Kann ich nochmal eben schon den Heilzauber sprechen? Wir steigen hier bald auch schon wieder eine Stufe auf. Na komm, jetzt geh schon drauf. Oder geht am besten beide drauf. Ich habe so ein bisschen Schiss vor denen. Aber ich glaube, die haben sogar mehr Reichweite als wir. Kann ich die wohl lähmen? Wir können das mal eben ausprobieren. Die Antwort ist nein. Und der haut mich bei ihm um. Na, Sachen gibt's hier. Die gibt's gar nicht. Okay, ich glaube, ich muss vielleicht hier oben ein bisschen mehr in Bewegung bleiben. Die Frage ist auch, sind hier noch. Da sind noch mehr von denen. Natürlich sind da noch mehr von denen. Lasst mich hier weg! Ich hab so ein bisschen Schiss jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob wir für diesen Bereich hier schon so bereit sind. Obwohl, wir haben schon eine ziemlich starke Waffe, muss man ja eigentlich sagen. Problem ist halt, wir halten nicht so viel aus. Auch wenn wir blocken, machen die ja noch ziemlich viel Schaden. Vielleicht sind die ein bisschen zauberanfällig. Also blitzanfällig werden die nicht sein. Die blitzen ja die ganze Zeit schon so auf. Und vielleicht mit Feuermagie oder. Da falle ich mal eben runter. Oder Eismagie könnte man probieren. Versuchen wir es mal eben. Magie, Fernangriffe und dann nehmen wir mal den Frostpfeil. Nehmen wir Rang 2 oder Rang 3 oder Rang 1? Nehmen wir einfach mal Rang 1, davon könnten wir das mehrmals zaubern. Na, ich weiß gerade nicht, wie viel Schaden das wirklich macht. Es macht nicht so viel leider. Sonst wäre das vielleicht eine wirkliche Alternative. Das Schöne ist jetzt so ein bisschen wasserscheu. Aber ich glaube, trotzdem werden die uns noch erwischen. Genau. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Na komm jetzt. Die müssen immer kurz einmal zuschlagen. Wenn die gerade so synchron zuschlagen, dann geht das auch sehr gut. Und dann kann ich da nämlich auch dran gehen. Die sind ja doch so ein bisschen vorhersehbar, wann die jetzt zuschlagen. So, komm, einen noch.
Inklusive flackerndem Blut. 200 Erfahrungspunkte geben die noch. Also was mit den Erfahrungspunkten muss ich echt sagen, das ist so ein bisschen... Na, das kommt mir so ein bisschen willkürlich. Also, naja. Kommt halt einfach so random irgendwelche Zahlen reingeworfen vor. Weil die sind ja jetzt deutlich schwieriger als zum Beispiel so ein Wolf. Und so ein Wolf gibt ja 240 Erfahrungen in der Regel. Also die Wölfe, auf die wir letzte Zeit so getroffen sind, auf jeden Fall. So, zuerst zuschlagen lassen, dann darf ich zuschlagen. So muss ich mir das merken. Oder aber der zerdrückt mich einfach mal zwischen seinen Händen. Gut, dass ich kurz vorher abgespeichert habe. Das ist sowieso eine sehr schöne Sache hier bei Nerim, dass man abspeichern kann, ohne dass es dabei kurz ruckelt. Das ist ja eine Sache, die Skyrim zum Beispiel schon wieder nicht kann. Da ruckelt es nämlich. Oh, ich würde den ja so gerne lähmen können. Das kann nicht wahr sein. Ich hätte vielleicht auch mal ein bisschen mehr in Schnelligkeit Punkte rein investieren sollen. Oh, das war knapp, verdammt. Das darf mir nicht nochmal passieren. Sonst war es das nämlich. Aber wir haben den ja jetzt auch gleich da. Sehr schön. Einmal weggehauen. Es ist schade, dass wir nichts dabei haben. So, Nautiluswerfer wären wir. Ich möchte jetzt mal eben eine Stunde lang warten, weil ich dann wieder volles Leben und so weiter habe. Ja, und dann würde ich sagen, geht's hier mal rein. Schicke Tür haben die ja schon mal. So, alles klar. Dann schauen wir mal. Da hinten ist schon wieder der nächste Gegner. Aber solange es nur einer ist, geht das ja noch klar. Die Nautiluswerft kommt mir gerade so ein bisschen mehr wie so eine Mine vor, mit den ganzen Kristallen vor allem. Na komm her, schlag einmal zu. Dann bin ich dran. So, zuschlagen, jetzt schlag ich wieder zu. Jetzt schlag ich sogar zweimal zu und krieg dadurch auch noch einen Stufenaufstieg. Das ist ja mal freundlich. Dann machen wir das auch mal eben. Und steigen ein Level auf. Und dann kommen die Punkte in Konstitution, Intelligenz und Schnelligkeit haben wir leider keinen Multiplikator drauf. Deshalb nehmen wir nochmal Stärke. Das ist ja Nahkämpfer. Da braucht man das. So, was haben wir hier? Schönes Hammer, noch ein Hammer. Und hier haben wir den Bauplan des Nautilus-Schiffes. Damit hat sich unsere Handwerkskunst sogar verbessert. Der Bauplan wurde in euch nicht verständlichen Zeichen verfasst. In euren Augen wirkt er eher wie eine sinnlose und wirre Anordnung von Linien und Kreisen. Trotzdem verbessert es unsere Handwerkskunst. Und ich habe den Bauplan für die Nautilus-Schiffe gefunden. Nun muss ich noch Hinweise darauf suchen, wie die Eterna von den Sternlingen besiegt wurden. Ja, dieses Buch gibt da wahrscheinlich keine Auskunft drüber, aber wir blättern es mal eben durch, falls sich jemand durchlesen möchte. Der kann dann nämlich das Video anhalten. So, alles klar. Moment, hier gibt es ja jetzt zwei Gänge. Oder sehe ich das falsch? Ja, hier gibt es sogar noch mehr. Also da sind wir doch gerade rausgekommen. Jetzt haben wir hier eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Vielleicht kommen da nachher noch Gegner raus. Ich sollte mir Sorgen machen, glaube ich. Hier haben wir noch eine Tür. Und dann war wohl noch eine. Da ist auch noch eine Tür. Und dann gibt es da zwei Durchgänge, die keine Tür haben. Und hinter einem steht schon so ein Gegner. Kann sein, dass die beide zum gleichen Gebiet führen. Die beiden Durchgänge. Sieht mir nämlich so aus. Hoch, was ist das da hinten? Für ein komisches Viech. Au, da hat der mir schon wieder einen reingehauen. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt war ich kurz abgelenkt von dem Typen da hinten. Aua. Na, jetzt komm erstmal wieder näher ran, Kollege. Und dann heile ich mich nochmal kurz. So, alles klar. Plus 200 Erfahrungspunkte. So, Moment, der ist das. Ja, komm her, Junge. Vielleicht kann ich den ja sogar lähmen. Ich weiß nicht. Ich probier's auf jeden Fall mal aus. Nein, es geht natürlich nicht. Dann blocke ich einmal kurz gegen ihn ab. Der Wächter Ineos macht nicht ganz so viel Schaden wie an ihm jetzt, aber auch nicht unbedingt.
vor allem, wenn er abblockt. Der blockt auch ständig ab. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nur gut, dass ich mich noch nebenbei heilen kann. Und ich glaube, mehr als einen Schlag kann ich mir gegen den auch nicht leisten. Weil danach blockt er eben wieder ab. Ach, heilen tut er sich auch noch. Mit einem Heiltrank wahrscheinlich. So, immer schön langsam und vorsichtig. Blocken hat sich schon mal verbessert. Das ist schön. Na komm, ich schlag einmal zu. Oder ich schlag einfach einmal zu. Hier, komm. Auch wenn ich dadurch meine Deckung ein bisschen aufgegeben habe. Wir regeln das natürlich auch noch. So, was haben wir hier? Ein Sternlingsschwert. Und hier haben wir Befehle. Die gleich mal lesen, würde ich sagen. Befehl. Nein, ich will das Ding nicht weglegen. Ich muss, glaube ich, erstmal kurz das Inventar öffnen. Ich habe jetzt alles, was Gervasius von mir wollte. Nun sollte ich zu ihm zurückkehren. Ja, das ist schön, aber ich möchte eben noch mal die Befehle mir angucken. Wo waren die denn jetzt? Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass sie hier irgendwo sind bei Befehle. Das Dokument ist so alt und vermodert, dass ihr nur noch Teile davon lesen könnt. In Sicherheit, im Berge. Die Eterner sind zu stark. Unsere Sternenschiffe werden wie die Fliegen abgeschossen. Einzige Möglichkeit, zwecks Rettung des Universums. Wir werfen den Stern Woran auf Wyn. Bleibt. Wird die Eterner vernichten? Klingt interessant. Gibt es hier eigentlich sonst noch was? Okay, wir haben ja aber auf jeden Fall bei herausgefunden, dass wir eigentlich nichts herausgefunden haben. Kann man hier wohl noch ins Wasser? Oder stirbt man dann sofort, weil es hier nicht mehr weitergeht? Oder kommt man einfach nicht mehr hoch? Ich habe oben einmal kurz abgespeichert, von da gesehen ist das jetzt egal, ob wir unten sind oder nicht. Aber ich glaube, hier ist nur das Nichts. Ja, hier ist wirklich nur das Nichts. Und eine nichtsige violette Wand, der wir uns gar nicht nähern können. Interessant, also neu laden. So, jetzt gab es denn nicht noch hier einen anderen Gang? Oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Ist das hier dieser links verschüttete Gang? Ich glaube, das war nur der verschüttete Gang hier, oder? Sonst gibt es ja also rein gar nichts. Schade, schade. Dann war es das hier wohl. Obwohl, hier oben vielleicht nochmal was. Kommt man hier nochmal hoch? Hier lang vielleicht. Aber hier... Ups, ist auch nichts. Na gut. Dann geht es jetzt wohl wieder zurück nach... Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt am besten als erstes hingehen. Gucken wir einfach mal. Wir können uns natürlich hier in der Gegend noch umgucken, aber ich gehe davon aus, dass wir in der Nähe vom Nordreich sowieso später nochmal kommen. Und wir müssten ja jetzt irgendwie diesen Berg hier hochkraxeln, wenn wir jetzt hier wirklich weiterlaufen wollen würden. Und da wir im Moment nur in diesem Fluss drin sind, das könnte ein bisschen mühsam werden. Deshalb glaube ich, was sind das eigentlich hier für U-Boote? Sehen auf jeden Fall interessant aus. Aber deshalb glaube ich jetzt auf jeden Fall, dass wir wohl lieber wieder zurückgehen sollten nach Erotin vielleicht. Obwohl, was sagen denn jetzt genau unsere Aufgaben? Ich habe alles, was Gervasius von mir wollte. Und sollte ich zum zurückkehren? Den Brief haben wir auch. Also wir müssten jetzt... Ja, wir können jetzt entweder zum Sanktum gehen oder eben erstmal nach Erotin. Ich glaube, wir gehen zuerst nach Erotin. Allerdings, das können wir jetzt zum ersten Mal auch machen. Ich möchte mich gerne teleportieren hiermit. Dann benutzen wir es eben auch mal. Und gucken mal, wo wir jetzt genau rauskommen. Bei Erotin ist das Ding ja außerhalb der Stadtmauern. So wie wir gelesen hatten, aus Sicherheitsgründen. Aber schauen wir mal. Ist auf jeden Fall deutlich schneller als Laufen. Ah, Moment. Wir sind jetzt... neben dem Stadttor, denn hier ist doch das Tor. Hier sind wir auch vorhin lang gelaufen. Also, mit vorhin meine ich vor 2 Folgen, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir hier mal lang gelaufen. So viel weiß ich noch. Na, Stadtwache? Ja, wir gehen jetzt natürlich erstmal zu dem Typen da. Und eventuell das Ganze machen wir lieber mal mit Pferd.
Weil ich habe keine Lust, diese Brücke hier zu Fuß zu überqueren. Aber jetzt fängt es auch wieder an zu ruckeln. Das ist ein bisschen nervig. Ich glaube, da muss ich wirklich nochmal in den Grafikeinstellungen oder so ein bisschen was rumstellen. Aber alles zu seiner Zeit. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Typen am Platz der Rechtschaffenheit zurück. Meine Güte, das ruckelt aber wirklich stark im Moment. Beruhig dich mal wieder, Spiel. Das geht ja gar nicht hier. Jetzt wäre ich ein bisschen ärgerlich, dass das hier so ruckelt. Und ich könnte vielleicht auch eben nochmal Zeug verkaufen. Wir haben ja einiges jetzt mitgenommen. Die schärfsten Schwerter. Ja, die schärfsten Schwerter. Wen es interessiert, Junge. Was haben wir denn hier? Göttliches Kurzschwert. Und ich sollte vielleicht erstmal anfangen zu feilschen. Hier, ich meine, 70% können wir, oder 69. Ist doch eine schöne Zahl. Ja, die Silberbögen können weg. Sterlingsschwert, ach, das behalte ich mal als Andenken. Handschuh des Novizen. Was tragen wir im Moment eigentlich für Handschuhe? Ich weiß es gar nicht. Und den Helm der Nordkönige. Ach, ich glaube, den verkaufe ich mal. Wir tragen ja sowieso keine schwere Rüstung. Dann die ganzen Mithril-Sachen. Schattenschild können, glaube ich, auch weg. Genau wie die Stahlbeinschienen. Was tragen wir vor allem für Stiefel? Ach Gott, die Räubertracht, die nimmt wahrscheinlich mehrere Plätze ein. Dann sollte ich vielleicht doch lieber den Straßendieb Zahnisch wieder nehmen. Weil da erscheint es mir einfach so, dass wir dann im Endeffekt noch mehr Rüstung haben und so. So, alles klar. Das wäre dann also geregelt. Sind wir jetzt auch wieder ein bisschen leichter geworden? Wie sieht es inventarmäßig aus momentan? Ja, wir sind schon noch ziemlich beladen. Aber es ist in Nerim eigentlich nicht so ganz das große Problem. So, da wären wir jetzt wieder. Wohin will ich denn jetzt? Hier rüber musste ich doch, oder nicht? War das nicht hier? Ne, das war nicht hier. Artefakthändler? War der das? Der war das, oder? Ja, stimmt, der war das. Ja, dann bringen wir dem mal eben die Bücher und die Befehle. Wo musste ich da nochmal lang? Ich musste doch, glaube ich, die Treppe hoch, nicht hier rechts rein. Nee, Moment, hier unten links. Hier war's doch. Hey, Gervasius. Grandios! Ihr habt etwas finden können. Lasst sehen. So. Ja. Ja, der Bauplan der Schiffe sieht kompliziert aus. Der Antrieb funktioniert mit magischen Kristallen. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so etwas besorgen kann. Ganz und gar nicht sicher. Ach, wie schade. Aber immerhin konntet ihr das Rätsel lösen, wie die Sternlinge gewinnen konnten. Hier steht, sie haben einen Stern auf Wyn geworfen, um die Eterna zu besiegen. Interessant. Klingt sehr nach einer maßlos übertriebenen Legende, aber wer weiß. Vielleicht hat die Kraterform des Mittelreiches etwas damit zu tun? Ich werde in diese Richtung weiterforschen, wenn ich Zeit dazu habe. Im Moment jedoch gibt es etwas Wichtigeres. Und ihr könnt mir erneut behilflich sein. Dass ihr ein geschicktes Händchen besitzt, habt ihr ja bewiesen. Lasst mich erst ein wenig erklären. Im Norden gab es einst ein Königsgeschlecht, das dem ehemaligen Gott Erodan unterstellt war. Ihr wisst schon, jener Gott, der früher über ganz Nerim herrschte und dann plötzlich verschwand. Ja, kuriose Sache. Aber weiter im Text. Die Paladine des Schöpfers, also Erodans Elitekrieger, waren genau genommen die Krieger der Nordkönige. Das bedeutet, dass alle Paladin-Anführer dem Königsgeschlecht angehörten. Ich will wissen, ob heute noch die Erben des Königsgeschlechts unter uns leben. Es gab so etwas wie einen Stammbaum in Form von Steintafeln. Während ihr weg wart, habe ich einige Leute engagiert, die diese Tafeln finden sollten. Der Ausgrabungsleiter ist ein Mann namens Algor. Er und seine Männer suchten im Norden, bei den Gletschervulkanen. Ich spreche in der Vergangenheit, denn, nun ja, sie hätten längst wieder hier sein müssen. Und ich habe auch keinerlei Nachrichten erhalten, in denen eine spätere Ankunft angesprochen wird.
Der letzte Bericht, den ich von Algor erhalten habe, deutet darauf hin, dass die Steintafeln nach dem Krieg gegen Erodan auf ganz Nerim verstreut wurden. Es konnte ihm zwar gelingen, ein Bruchteil der Steintafeln zu finden, doch es muss mindestens zwei weitere geben. Eine davon dürfte sich laut dem Bericht in den Geschichtsarchiven von Treomar befinden. Versteht ihr? Ich brauche unbedingt jemanden, der mir diese Tafeln bringt. Ach ja, und natürlich schaut an den nördlichen Vulkanströmen nach Algors Ausgrabungsstätte. Wenn er nicht zu finden ist, sucht nach der Erbtafel. Ich trage beides in eure Karte ein. Und schaut nach, ob ihr in Treomar einen Hinweis finden könntet, wo die dritte Steintafel versteckt ist, die ihr mir dann natürlich auch bringt. Wenn ihr alles schafft, was ich euch aufgetragen habe, werde ich euch angemessen entlohnen. Und nun macht euch auf den Weg. Viel Erfolg! Oh, und hier gab es 200 Gold als Belohnung. Dafür, dass wir unser Leben riskiert haben. Ja gut, wir haben jetzt eine neue Quest bekommen auf jeden Fall. Und ja, gucken wir mal, wo die uns überhaupt hinführt, genau. Also haben wir jetzt verschiedene Kartenmarkierungen oder nicht? Oh Gott, einmal da oben und das andere, wo ist das? In Treomar, ja toll, da komme ich auch hin. Nee, das machen wir jetzt erstmal überhaupt nicht. Wir gehen jetzt lieber erstmal wieder raus. Und ja, ich weiß nicht. Was machen wir jetzt am besten? Oh, hier ist eine Kunstgalerie. Na, gucken wir uns die nochmal eben an. Oder gucken wir uns die vielleicht in der nächsten Folge an? Ich glaube nämlich, ich beende die Folge erstmal, weil die Zeit ist eigentlich schon wieder rum. Wir gucken dann mal wahrscheinlich, wenn wir nächste Folge nochmal zurück ins Sanktum gehen und da mal ein bisschen weitermachen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Und bis dann, euch noch einen schönen Tag und ciao.